The Lord of the Rings, Gollum, Review in unter 60 Sekunden. Story behandelt die Flucht von Gollum von Barad-dûr, bevor der erste Herr-der-Ringe-Film beginnt. Charaktere sind flach, selbst Gollum als Protagonist, den keiner wirklich wollte, gibt nichts von Inhalt ab und die Länge ist künstlich gestreckt. Gameplay besteht aus monotonen, linearen Standard-Quests, die schon in den ersten Spielstunden gehörig auf die Nerven gehen und die Dauer nur künstlich strecken. Grafik mitunter das Beste, was man von einer PS2 erwarten kann. Leider eben nur auf Current Gen zum Vollpreis. Sound ziemlich generisch, kommt nicht mal annähernd an die ikonischen und emotionalen Inhalte ran, die wir mit Mittelerde verbinden, und besitzt zusätzlich die Frechheit, Teile des Voice-Acting hinter einer Paywall zu platzieren. Fazit: absoluter Schrott mit wirklich wenig sinnvollem Inhalt, den man positiv bewerten könnte. Inhalte des Spiels wie Voice-Acting und Lore hinter einer Paywall zu platzieren, ist die absolute Frechheit und für so ein Spiel Vollpreis zu verlangen, spiegelt nur wieder, was alles falsch ist im heutigen Gaming-Markt. 2 von 10 und das ist noch großzügig.